Vielen Dank, Herr Außenminister. Wir wissen ja, dass dieser völkerrechtswidrige Angriff auf Syrien auch mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland vollzogen wird. Deswegen ist natürlich auch die ganze Debatte um die Rüstungsexporte und auch ein Stopp dieser Rüstungsexporte in diesem Kontext so wichtig. Nun gut, diese Genehmigung dieser Leopard-2-Panzer, das war 2005, dafür sind Sie nicht verantwortlich. Aber was ich mich schon frage, Sie haben gesagt, dass Sie den Druck erhöhen wollen. Was ich mich dann schon frage, ist, warum hat das Auswärtige Amt am 13. Oktober eine Anweisung an den deutschen Vertreter in der Ratsarbeitsgruppe, wo es um die auswärtigen Beziehungen geht, gegeben, die die Formulierungen der Resolution, die Sie eben angesprochen haben, so verändert hat, dass laufende Rüstungsexporte weiterlaufen können? Ja, es geht ja nur um jetzt neue Genehmigungen. Und Sie, der deutsche Vertreter, hat das so geändert, dass Laufende weiter können. Die ursprünglich von Frankreich eingebrachte Resolution wurde entsprechend aufgeweicht. Warum das? Es ging dabei um die Frage, ob im Außenrat formal ein Waffenembargo beschlossen werden sollte. Dieser Beschluss wäre nicht zustande gekommen. Deshalb, weil die Türkei als NATO-Partner, dort sitzen auch noch andere NATO-Partner, es hat dazu viele formale Fragen gegeben. Und deshalb war unser größtes Anliegen, im Übrigen auch in Absprache mit anderen europäischen Staaten, dass wir sehr schnell eine Entscheidung bekommen. Und diese Entscheidung so lautet, dass keiner der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Waffen in die Türkei liefert. Das gilt für Genehmigungen, aber das gilt natürlich auch für bereits in der Vergangenheit erteilte Genehmigungen, die möglicherweise jetzt zur Auslieferung anstehen. Das wird für uns in Deutschland bedeuten, dass dort, wo es ältere Genehmigungen gibt, die jetzt virulent werden, wir im Einzelfall noch einmal prüfen werden, ob auch bereits erfolgte Genehmigungen, die jetzt zu Rüstungsexporten führen, dass wir diese Rüstungsexporte unterbinden. Danke sehr. Nachfrage? 30 Sekunden. Ganz kurz, ja. Also der Herr Hasselborn, zum Beispiel luxemburgischer Außenminister, denkt ja auch, ein Waffenembargo wäre möglich. Sie sagen jetzt, es ist politisch nicht durchsetzbar. Wäre es denn aus Ihrer Sicht in Zukunft, wenn es jetzt nicht zu einem Rückzug kommt der Türkei, ein vollständiges, echtes Waffenembargo eine Option? Eben. Wir haben uns im Außenrat ausdrücklich alles vorbehalten für den Fall, dass die Kämpfe in Nordostsyrien von der türkischen Armee weitergeführt werden. Das gilt sowohl für Rüstungsexporte als auch für Wirtschaftssanktionen. Dennoch glaube ich, ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die NATO-Mitgliedschaft der Türkei auch in Zukunft bestehen bleibt, weil ich grundsätzlich der Auffassung bin, dass es strategisch nicht richtig ist, die Türkei aus der NATO herauszutreiben und damit in die Arme Russlands oder Chinas, also so, dass man sich neue Verbündete suchen muss. Dennoch, im Ergebnis haben wir uns vorbehalten, für den Fall, dass die Offensive praktisch fortgesetzt wird, was im Moment nicht der Fall ist, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Welche das dann sein würden, ist der Entscheidung des Außenrates vorbehalten. Aber wir haben uns dabei keine Limits gesetzt.